geh auf den Typen zu und gib dem einfach eine Bombe. Er hat eine Bombe kassiert. Ich hab gesagt, halt deine Fresse. Der zuckte so zusammen, hab den so weggeschüttelt. Verpiss dich von hier, du Hund. Die wollen den Dicken markieren, denken, das ist ein großes Haus, das gehört irgendwelchen Deutschen. Lass denen mal ein bisschen Angst machen. Auf einmal sehen die, ein Tier läuft raus, ein Haiwan läuft raus und der Angst vor gar nichts hat. Deswegen, Leute, lasst die Finger von Alkohol. Yo, Leute, was geht ab? Ich bin wieder Masak, euer bester Freund. Ihr alle wolltet unbedingt wieder eine Real-Life-Story. Ich habe jetzt einfach mal eine ausgepackt, bei der diese Personen dabei waren. Die Daten der Leute, die dabei waren. Mein Bruder Moni, Alter 29, Gewicht 103 Kilogramm, Kampferfahrung keine. Mein Bruder Massi, Alter 23, Gewicht 75 Kilogramm, Kampferfahrung MMA. Ich, Name Mastak, Alter 34, Gewicht 105 Kilogramm, Kampferfahrung kaum. Meine Frau Nebi, Alter unbekannt, Gewicht nicht viel, Kampferfahrung Furienmodus. Es war so ein ganz stinknormaler Tag, wir waren bei Verwandten zu Besuch, sind nach Hause gefahren, zwei separate Autos. Meine beiden Brüder kamen zuerst zu Hause an und Nebi und ich kamen was verspätet an. Sie war zudem, kam später an, ne? Meine Eltern kamen noch später an, wir fahren halt immer früher los. Fahren nach Hause und unsere Eltern halt bleiben länger bei Verwandten. Ihr wisst ja, wie das ist, also die ganzen Kanaken unter euch. Man hat einfach keinen Bock, so lange bei Verwandten zu bleiben. Wir kommen an, sie war im 8. Monat schwanger mit meiner Tochter Alia, die süße Kleine. Und wir kommen so gerade zu Hause an und sehen, meine beiden Brüder haben Stress mit so einem Typen. Hat sich später herausgestellt, das war so ein Türke aus Alsdorf. Die standen Kopf an Kopf, der Junge war einfach ein Kopf größer als meine Brüder und war am Brüllen und Schreien. Ich steig aus, kriege Blackout. Wie immer so bei meinen Brüdern, geh auf den Typen zu und gib dem einfach eine Bombe. Der hat eine Bombe kassiert, ihr müsst euch überlegen, der war dünn wie ein Zahnstocher, groß, aber dünn und so breit ungefähr wie mein Oberarm, wie mein Bizeps, so sein Körper, so grob gesehen. Der flog gegen unseren Zaun und ist irgendwie so mit dem Ellbogen unglücklich dagegen geknallt, dass sein kompletter Ellbogen zerschmettert war. Das haben wir später alles herausgefunden, weil da kam auch richtig Blut raus. Er war schockiert und, was machst du, dies, das, tralala, ich bin noch jung. Der war 22, ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, auf jeden Fall älter, 30 oder so um den Dreh. Und der hat richtig gezittert, Paranoias gekriegt und meinte zu mir, du weißt nicht, wer ich bin, warte ab, du wirst noch sehen. Ich hab gesagt, halt deine Fresse, der zuckte so zusammen, hab den so weggeschüttet, verpiss dich von hier, du Hund. Wir gehen rein, meine Brüder sind unten geblieben, wir sind hochgegangen auf unser Zimmer, haben uns ausgezogen, tralala, dies, das, uns gewaschen. Wir wollten eigentlich pennen gehen. Wir hören unten lautes Türklopfen. Oh. Boom, boom, boom. Sie hat Herzinfarkt fast gekriegt. So, Schatz, was ist das? Dies, das? Ich renne wie so ein Panzer runter. Und damals halt viel breiter gewesen als jetzt und dachte wirklich, ich wäre was. Was aber nicht wirklich der Fall war. Laufe runter. Sie guckt vom Fenster, von unserem Fenster, von der Küche aus, guckt sie raus und sagt zu mir, Schatz, da stehen drei Autos, die haben die Straße abgesperrt. Und so ein paar Jugendliche, was auch... Ein Baseballschläger dabei. Ja, ja, der eine, der da war, der ältere Bruder von dem Jungen, hatte Basie dabei. Okay, ich scheiß drauf. Die so, nein, geh nicht raus, ich ruf die Polizei an. Ich so, was für geh nicht raus? Was denken die, Bob, wer die sind? Ich gehe raus, mache Tür auf, meine beiden Brüder, sie hat meinen Brüdern Bescheid gesagt, die direkt hinterher. Das war auch zu einem Zeitpunkt, wie gesagt, vor ein paar Jahren, da hatte Massi gerade erst angefangen zu trainieren, Leute. Der war nicht annähernd so krass wie jetzt. Mein anderer Bruder, zwar sehr mutig, auch schon stabil und kräftig, aber wir waren auf jeden Fall zahlenmäßig unterlegen. Sie ruft von drinnen die Polizei an. Was sie mir gesagt hat, war das Heftigste, Leute. Polizei sagt zu ihr... Ja, wir können nichts machen, solange noch nichts vorgefallen ist. Sie schildert die Situation, dass einfach so 8 oder 9 Leute vor der Haustür von uns stehen und auf Beef aus sind, auf Stress aus sind. Die Polizei sagt, nee, rufen Sie uns wieder an, wenn wirklich was passiert ist. Guck mal, wie krank das ist, wie behindert diese Polizisten aus Alsdorf waren. Da gab es halt auch jeden Tag Beef, ist normal. Vielleicht hatten die auch viel zu tun, aber einfach nur diese Situation so zu überlegen, ist einfach krank. Wir stehen draußen, ich mit Muskelshirt, ich hatte nur so Muskelshirt an, auf breit am Machen und so, und meine beiden Brüder hinter mir. Ich habe direkt angefangen zu bellen, wie so ein Hund. Boah, boah, so,
Huren, ich hab dich richtig beleidigt. So, was traust du dich hier bei meiner Haustür zu bellen, zu klopfen, gegen die Tür zu schlagen, du Hundesohn, was denkst du, wie du bist? Der geht ein Stück zurück, aber der hat dann auch angefangen zu bellen. Es ging immerhin um seinen kleinen Bruder und der wollte halt für ihn da sein und der kam halt mit seinen Kollegen und so an. Aber der war auch nicht so alt wie ich, der war vielleicht 2-3 Jahre jünger. Der war so 27, 28, so um den Dreh. Wir gegenseitig am Bellen und so, von überall kamen Leute. Das Problem bei der ganzen Sache ist einfach, Leute, man kennt sich überall. Da kamen Leute dazu, die kannte man und die meinten, der ist der, die sind das, so, so, so. Was passiert? Die kommt raus, mitten im Geschehen. So ein Bauch, 8. Monat. Die kommt einfach raus. Ich guck dir nicht so, bist du behindert, was kommst du raus? Das ist kurz davor so zu eskalieren. Weißt du, so der Typ schon mit Basie, die ganzen Leute so, waren schon kurz davor auf uns drauf zu gehen. Aber das hat sie gar nicht gejuckt. Sie ist einfach rausgekommen, auch damals, wo ich diese Massenschlägerei mit den Türstern hatte. Ihr hattet ja gesehen, wie ich da aussah, Blut überströmt, Blut überlaufen, ist sie auf die Türsteher draufgesprungen. Wie eine Löwin, obwohl sie keine Kraft hat, gar nichts. 40 Kilo. Ja, hat trotzdem so aggressiv reagiert und versucht mich zu retten, in Anführungsstrichen. Und diesmal hat sie sich gedacht, komm, die machen nichts, weil ich schwanger bin. Und im Endeffekt war das vielleicht auch deswegen, aber die ganze Situation hat sie sich beruhigt. Die meinten so, hey, hört mal auf, untereinander, Alter, Muslime, hier, dies, das. Das ist doch Schwachsinn, dass wir untereinander kämpfen und uns gegenseitig einfach... Irgendwer kam und meinte wohl zu dem Typen, weißt du nicht, wer das ist, wegen dir. Ach so, ja, ja, da kam dieser kleine Türke, dieser Breite, der auch bei mir im Fitnessstudio war, da kam der so dahin und sagt, ey, weißt du nicht, wer das ist? Die kam aus einem anderen Dorf, weißt du nicht, wer das ist? Da ist Masdak, die ist das, tralala. Und Leute, jetzt ohne angeben und so zu wollen, die hatten richtig Eierflattern. Und der kleine Pisser meinte, bevor er gegangen ist, wo ich ihn weggeschubst habe, gegangen bin, der so, denkt nicht, du wärst was, weil du so breit bist. Was ist dann passiert? Dieser kleine Lutscher, ich habe später herausgefunden, dass der gegenüber im Aldi am Arbeiten war und wir haben uns nachher auch noch richtig gut verstanden. Das ist richtig gut. Ich habe so gelacht, wenn ich ihn gesehen habe, Hand gegeben, dies, das, die Sache war geklärt. Aber in dem Moment war sein Bruder so sauer auf diesen kleinen Pisser, dass er ihn nachher noch geschlagen hat. Wir sind dann reingegangen, die Sache war so geregelt wie auch so oft. Weißt du, die kommen da an, die wollen den Dicken markieren, denken, das ist ein großes Haus, das gehört irgendwelchen Deutschen, lass denen mal ein bisschen Angst machen. Auf einmal sehen die, ein Tier läuft raus, ein Haiwan läuft raus und der Angst vor gar nichts hat. Ich habe nicht mal eine Waffe mitgenommen, Leute. Normalerweise packe ich mir zwei Messer, gehe raus und die Sache ist erledigt. Ich habe gar nichts mitgenommen und der Typ hat einfach Paranoia gehabt. Seine Freunde hatten sowieso Schiss. Aber dazu muss man auch sagen, er war der ältere Bruder, Leute. Das war vollkommen verständlich, was er gemacht hat. Wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich mich zu dem Zeitpunkt bei ihm entschuldigt, dass ich seinen Bruder verletzt habe und ihn erklärt, warum ich das gemacht habe. Weil er ging auf meine Brüder los. Er war aggressiv gegenüber meinen Brüdern. Versteht ihr? Und ich musste halt reagieren. Im Endeffekt bin ich schuld an allem, was da passiert ist. Ist jetzt schon sehr lange her. Die Sache ist auch gegessen. Wir haben uns die Hand gegeben. Alles gut. So, da kam auch nichts mehr hinterher. Da kam danach auch nichts mehr. Ja, Alia war die Heldin, die das Ganze so aufgehalten hat, sage ich mal im Endeffekt. Nein, eigentlich waren es die Leute, die mich kannten. So, man redet und dann ist die Sache geklärt. Aber das Krasse halt daran ist, die standen trotzdem noch mit Basie und kampfbereit, obwohl sie da war. Also sie war so richtig vor denen und die haben schon so Zuckungen und so gemacht. Das ist das Krasse an der ganzen Story. Das heißt, die hätten vielleicht noch nicht mal Halt gemacht vor einer schwangeren Frau. Man hat das original gesehen, einfach ein dicker, runder Bauch. Auf jeden Fall, Ende gut, alles gut. Ich war da der Böse, Leute. Das heißt, ihr müsst mich jetzt nicht als Held oder so feiern. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Wenn die auf uns draufgegangen wären, hätten wir genauso gut kaputtgeschlagen werden können. Was ich aber nicht glaube, weil ich hatte zwei Brüder. Blut, deren Blut fließt durch meine Adern und mein Blut durch deren Adern. Die hätten bis zum Tod für mich gekämpft und die waren nur Freunde. Auf jeden Fall, der ältere Bruder hat den kleineren noch geschlagen, wo wir drin waren, hat sie mir erzählt. Die war noch am Fenster, so am Stalken, hat ihm so eine richtige Bombe gegeben und anscheinend gesagt, wegen dir Bastard habe ich Stress jetzt mit denen und so, die ist das, tralala. Und die Sache war dann gegessen, Leute. Ich habe den noch ein paar Mal, wenn ich mit dir einkaufen war, im Aldi gesehen, am Arbeiten, hab dem die Hand gegeben, wir haben gequatscht, so, so, so. Er war auch besoffen, er hat mir das im Nachhinein auch erklärt, er war richtig angetrunken. Und was heißt angetrunken? Der war richtig besoffen und hat sich dafür auch entschuldigt für seine ganze Art. Deswegen, Leute, lasst die Finger von Alkohol. Denkt nicht, ihr seid in irgendeinem Hollywood-Film, so wie ich das dort gedacht habe. Ich bin echt wie so ein Panzer rausgegangen. Hätte der mir einen Basisschlag gegeben, wäre mein Arm gebrochen. Egal wie breit du bist, egal wie stark du bist, der hätte dich zerrissen.
Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr lernt aus meinen Fehlern. Ich hoffe, ihr versucht das nicht nachzumachen und denkt, boah, geil, war der krass damals, war der heftig. Nein, das stimmt alles nicht. Jetzt bin ich heftig, Leute. Jetzt bin ich ein viel heftigerer Typ, weil... Weil du Papa bist. Erstens Papa bin, zweitens keine Scheiße mehr baue. Und Ehemann und einfach nur einen straighten Weg gehe, ohne diesen Weg zu bereuen. Früher haben wir echt viel Stress gehabt, echt viel Unstimmigkeiten. Das lag auch an der Ortschaft, wo wir gelebt haben. Hier, wo wir jetzt leben, alles friedlich, alles ruhig. Und ich hoffe, das bleibt auch eine längere Zeit so. Nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, hier nochmal eine Grüße raus an alle, die aus Alsdorf kommen. Ich hoffe, diese Real-Life-Story hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Real-Life-Stories haben wollt, macht es wie bis jetzt auch immer. Spamt mich voll auf Instagram, Mazdak_Nebi. Ihr könnt natürlich auch meinem Bruder Massi folgen, der war auch da am Start. MMAC auf YouTube. Und Freunde, ganz egal wie schwer das Leben auch sein sollte, ganz egal wie viele Hürden sich euch noch in den Weg stellen sollten, bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, in jedem von uns steckt ein kleiner Mazdak.